Der drohende Amor von Etienne Maurice Falconet. Für Mareike Bückling pocht hier das liebende Herz einer ganzen Epoche. Es ist eine der hinreißendsten Skulpturen überhaupt des 18. Jahrhunderts, die nicht nur ein kleiner Schelm ist, der so einen von der Seite her ansieht, sondern es ist der Liebesgott. Die ganzen Materialitäten werden unglaublich gut wiedergegeben. 18. Jahrhundert, Frankreich, Rokoko. Es geht um Liebe, eine neue Form der Liebe, um die private Liebe. Das Neue ist, dass es um eine Liebe zwischen zwei Menschen geht und die Wahrheit allein zwischen zwei Menschen ist. Sie ist beruhigt, sie ist bürgerlich, sie ist zärtlich, sanft. Ein Kuss von ihm, ein Kuss von ihr zurück. Ein schmachtender Blick. So sieht die neue Zweisamkeit im Rokoko aus. Ein freizügiges Dekolleté. In der Natur, das galt als Idylle pur. Die neue Liebe fand in der Natur statt. Der Schäfer, der Hirte. In ihnen verkörperte sich das Gefühl der reinen Liebe. So keusch und anmutig die Kunst, sie verbirgt eine Reihe erotischer Anspielungen. Die Flöte, ein phallisches Symbol. Ein beliebtes Motiv in Bildern, er gibt ihr Flötenunterricht. Sie hat seine Flöten unterm Rock. Eindeutig uneindeutige Zeichen für eine erotische Spielerei. Man muss auch das Anzügliche nicht verstehen. Man kann es auch tatsächlich als das sehen, was dargestellt ist. Einer kleinen Schäferin wird beigebracht, wie man Flöte spielt. Es kann natürlich auch sein, dass man auf den Hirtenstab achtet. Der Hirtenstab ist ein phallisches Symbol. Der Vogel ist ein Vogel. Oder Zeichen für die weibliche Unschuld. Der Vogelkäfig, hier offen, ein Zeichen für den Verlust ihrer Unschuld. Neben dem Schäferideal verkörperten vor allem kleine Kinder, Säuglinge gar, die pure, reine, unschuldige Liebe. Heute etwas befremdlich in ihrer anzüglichen Symbolik. Im Rokoko allerdings galten solche frühkindlichen Darstellungen als schick. Dass man auch auf das Kind zurückkommt. Ich glaube, das hat zum einen etwas zu tun mit der Suche nach Natürlichkeit. Es ist einfach eine sehr zierliche, einfache Gestaltung von Figuren. Bildhauer des Rokoko liebten Porzellan und Marmor. Dieses Material war der Inbegriff von Luxus. Viele Figuren sind so fragil und zierlich, dass man die Anzüglichkeiten nur bei näherem Hinsehen entdeckt. Immer sind es kleine Details, die eine Pointe haben. Wie hier der Liebesbrief im Körbchen beim Tête-à-Tête. Oder eine Zierborte aus Muschelkalk, die die beiden Titanen eindeutig als Meereswesen charakterisiert. Viele waren dann auch gemacht als Tischdekoration, und zwar fürs Dessert. Das Dessert galt als eines der kostbarsten Gänge überhaupt. Und dafür wurde dann ab den 50er Jahren spätestens Porzellan benutzt. Und dazu gab es dann zum Teil 100, 200 Figuren, die dann aufgebaut wurden. Zum Teil auch thematisch unterschiedlich. Madame Pompadour hatte beispielsweise einen Bauernhof als Tischdekoration. Das leichte, verspielte Leben elegant übersetzt im Rokoko-Salon. Die typischen Motive eingewebt in Stuhllehnen. Das Weiche übertragen als gebogenes Mobiliar voller Ornamente. So spielt sich die Kunst als Ambiente in das wirkliche Leben ein. Die Kunst der Empfindsamkeit. Sie erzählt von der Liebe. Sanft und zärtlich. Von der Natur. Von Schäfern und Hirten. Sie ist ein Kosmos voller Sehnsüchte. Verführerisch
und dezent zugleich. Eindeutig, uneindeutig. Das ist das Gefährliche dieser Liebschaften.